Hallo. Servus. Es sind ja schon richtig viele da drin. Geht's euch gut? Wie geht's uns? Uns geht's gut, ne? Ja, du. Alles wunderbar. Ich bin ein bisschen K.O. Schau auch ein bisschen fertig aus, ne? Ich schaue ja total fertig aus. Wieso sagst du nichts zu mir? Ja, ich komme vom Angeln, ne? Was soll ich sonst machen, wenn ich Freizeit habe? Meine Frau ist nicht da, die kommt heute Abend erst wieder heim, die war eine Woche weg. Wir haben Männerhaushalt hinter uns und ich finde, die Bude schaut eigentlich okay aus. Wir haben jetzt schön Sonnenblumen gekauft, ne, um Mutti eine Freude zu machen. Und ja, wir haben uns alle Mühe gegeben. Die Tiere leben, Hunde, denen geht's gut. Ne? Ja, doch, die schauen gut aus. Katzen leben auch, also alles prima. Grüezi nach Berlin. Ne? Hallo aus Neumünster, hallo Neumünster. Ihr bei Ulm, ihr seid ja wirklich von überall. Super geil. Ja, Leute, ich weiß nicht, hat euch die letzte Woche gefallen? Ich weiß nicht, wer schon was ausprobiert hat. Wir haben ja wirklich so, es war sehr, sehr fleischlastig die letzte Woche. Und hat Spaß gemacht. Ich habe natürlich wirklich jede Menge Leute dann einladen müssen, um das zu essen, weil wir müssen ja das immer doppelt kochen. Habt ihr das ja gesehen, ne? Also einmal vorbereiten, schieben, dass wir es dann fertig aus dem Ofen rausholen. Und da hast du natürlich dann wirklich immer jede Menge Sachen, die dann gegessen werden müssen, ne? Und manche Sachen haben wir jetzt auch eingefroren, weil wir wissen gar nicht, wohin damit. Weil Leon ernährt sich ja nach wie vor vegetarisch, weil es ihm einfach gut tut. Meine Frau isst auch kein Fleisch, also ich bin da mit Paul, mit meinem zweiten Sohn auf weiter Spur, der übrigens gestern Gesellenprüfung hatte und jetzt haltet euch mal fest, da ist wirklich ein stolzer Papa dabei. Er hat eine 1 auf Design gekriegt, also das beste Design und Gute Form. oder gute Form, ja, und Innungsbester, der gesamten Innung war er der Beste. Die Emily ist dabei. Also könnt ihr euch vorstellen. Okay, Leute, wir sind schon über 100 Leute. Ich würde mal sagen, wir legen langsam mal los. Es sind jede Menge Wünsche reingekommen, was ihr gerne möchtet. Aber erstmal eine Sache. Übrigens, danke für die E-Mail. Im letzten Livestream habe ich eben gesagt, was mit Hausmannskost gemeint ist. Brote schmieren oder so weiter. Da ist damit gemeint, wie so Bauernfrühstück, Tiroler Grössel und so weiter und so fort. Also da werden wir uns natürlich einiges einfallen lassen, um wirklich mal wieder so einfache, ganz, ganz schnelle Gerichte zu machen für den Alltag. Wenn man halt noch ein paar Kartoffeln übrig hat oder vielleicht auch mal so Reisgerichte, dass man solche Dinge eben mal machen. Also da lassen wir uns ein paar schöne Sachen einfallen und tun die natürlich nicht die Genialität der Einfachheit kaputt machen, sondern einfach diesen gewissen Aha-Effekt da noch dazu machen, weil sonst wäre es ja für mich ein bisschen arg langweilig und ich möchte auch Spaß haben dabei. Also es ist nicht so, dass ich keinen Spaß habe, aber wenn die Sachen halt ganz, ganz einfach sind und banal, dann, na, ich muss halt noch was machen. Das versteht ihr doch hoffentlich. So, Leute, raus mit den Fragen. Oder was haben wir noch vom letzten Mal, Leon? Wenn die Leute fragen, was du für ein Eistee trinkst. Eistee, was haben wir denn heute? Heute haben wir Lemongrass Apple Mint. Also wir probieren gerade so einen neuen aus, der ist Mono-Tee. Der ist ganz gut eigentlich. Ja, und schaut so das Zeug aus. Also ich will jetzt keine Werbung machen, um Also Gottes es Willen. ist keine Werbung, aber der ist Ja. ganz gut. Ziemlich lecker und dann gibt es ja immer mehr, die jetzt wirklich ohne Zucker machen. Und ich habe ja auch wirklich meine Probleme hier. Ich habe natürlich jede Menge gute Vorsätze, was ich alles machen will. Aber irgendwie mein innerer Schweinehund, der ist ganz, ganz schlimm. Also ich arbeite dran und ich muss 20 Kilo runterbringen. Was heißt ich muss? Also 15 mindestens. Ich habe schon wieder fast 100 Kilo und das ist nicht gut für mich. Gut, also lang genug gelabert. Eistee. Also ich empfehle euch natürlich, macht euren Eistee selber. Macht euren Ansatz entweder aus Minze und da ist es eben wichtig, was für Minze ihr nehmt. Ich empfehle euch da diese ganz fruchtigen, es gibt ja diese Katzenminze, die haben immer so einen Muffton dabei. Eine geniale Minze ist die rote Minze, die Original Spearmint oder zum Beispiel die Apfelminze.
Was auch noch genial ist, ist die Schokoladenminze. Das kann man wirklich alles anbauen und es wuchert wirklich wie Unkraut. Das hast du alles auf dem Schirm, ne? Ja, ich bin dabei. Also, dann brüht ihr das einfach auf. Das muss nicht getrocknet werden. Ihr könnt es einfach aufbrühen. Und wer gerne ein bisschen in die herzhafte Richtung geht, der kann natürlich hergehen und kann ein bisschen einen schwarzen Tee mit reinmachen. Der andere macht eben lieber einen weißen Tee, der andere macht lieber einen grünen Tee. Und für die Tees, wenn ihr mit grün oder mit weißem Tee arbeitet, tut die vorher mal aufbrühen, gießt den ersten Aufguss weg und brüht ihn dann nochmal auf. Und lasst ihn bitte nicht zu lange ziehen. Und das Wasser soll auf keinen Fall kochen da drauf gegossen werden, sondern um die 85, 90 Grad, nicht heißer. Und dann könnt ihr das wirklich schön in den Kühlschrank stellen. Wir haben da so ein großes Glas auch mit einem Zapfhahn unten dran. Und erlaubt ist, was schmeckt. Und dann Zitronenscheiben mit rein, Limonenscheiben mit rein. Weiß der Teufel was. Macht euren Gusto und bitte, bitte keinen Zucker reinmachen, weil ich würde da wirklich nur die Aromen sprechen lassen. Und es ist extrem erfrischend. Macht wirklich Laune. Weiter. Dann, ja. Warte mal, muss ich kurz gucken. Ach, das können wir vielleicht mal machen. Ich lese hier gerade gefüllter Kohlrabi. Ich weiß schon, was ihr meint, dass man einfach einen Kohlrabi schält. In Ausland hat ja einer von euch, hat mir da ein Rezept geschickt. Vielen, vielen Dank. Kann man sowas eigentlich in die Gruppe stellen? Weiß ich gar nicht. Was ist eine Gruppe? Da rein. Warte, ich habe leider keine Ahnung. Ne? Ich bin drauf. Geht nicht. Ja. Also ein ganz tolles Rezept. Da hat ein Kohlrabi eben gefüllt, den man dann wirklich mit Haut und Haaren essen kann. Tolle Geschichte. Sowas werden wir wohl nicht machen, aber was mir gerade dazu einfällt, ich habe mal ein Gericht auf der Karte gehabt mit Sellerie. Viele Leute mögen kein Sellerie. Ich habe den Sellerie hauchdünn aufgeschnitten, habe den dann aktiviert, ja, und habe den dann einfach bei 90 Grad ungefähr 2-3 Minuten in den Ofen geschoben. Da wird er so glasig und das werden wir mal mit Kohlrabi machen. Und da haben wir dann einfach rohen Lachs drauf gemacht, haben den aktiviert, haben eine schöne Marinade dazu gemacht, frische Kräuter drauf gemacht und dann so eine Brösel dann zusammengerollt und dann einfach Brösel, Pinien in Butter angebraten, da oben drüber gemacht. Das waren halt so wie mein Finger ungefähr, so Cannelloni und die waren dann lauwarm und das ist der Hammer. Das machen wir mal. Schaut das mal auf, Lachs Cannelloni im Kohlrabi. Geht natürlich alles, was man in Scheiben schneiden kann, könnt ihr da alles nehmen. Die Empanadas. Empanadas, ja, sowas würden wir mal machen. Ist ja jetzt egal, ob man welche Teigtaschen das wir machen. Vielleicht machen wir mal so eine Woche mit Empanadas, Raviolis, dass wir eben Spanien, Mexiko, Asien, dass man diese Dumplings mitmacht, dass wir einfach mal vielleicht so eine gefüllte Woche machen. Ja, sollen wir sowas mal machen? Gut, ja. Wenn ihr da Lust habt, machen wir mal so eine gefüllte Woche. Und machen dann einmal, oder auch italienisch, dass man wirklich mal verschiedenste Sachen machen kann. Und das Schöne an dieser Geschichte ist einfach, die könnt ihr auf Tasche machen, hatten wir ja schon mal das Thema, könnt ihr wirklich vorbereiten und könnt es dann wirklich einfrieren. Und dann gefroren im rohen Zustand ins Wasser schmeißen und dann kochen. Und dann macht es wirklich dann richtig Laune. Sehr gut. Dann saure Zipfel, ob ihr sowas machen könnt. Saure Zipfel. Ja, jetzt passt auf, Leute. Das Thema. Es haben sich ja auch welche mehr Käse gewünscht. Ich hab jetzt bei Otto Gummi Lammschulter bestellt und die machen auch wirklich richtig Spaß, dass wir mal verschiedene Würste machen. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir die jetzt wirklich in Därme füllen, sondern wir werden einfach diese Wurstbrat machen in verschiedensten Formen, werden die dann rollen oder aufspritzen. So machen wir einfach mal verschiedene Würste, dass man auch Wurstwoche macht zum Beispiel. Und Leute, die Freaks unter euch, die haben bestimmt eine Füllmaschine. Ich habe natürlich auch eine Füllmaschine, aber es macht ja keinen Sinn. Ich sage jetzt mal, von den Leuten, die da zuschauen, haben vielleicht 3% eine Füllmaschine. Und wenn man ab und zu mal Bratwurst macht, braucht man jetzt keine Füllmaschine her tun. Es gibt auch zum Beispiel wie Geräte für KitchenAid und so weiter, gibt es auch Aufsätze als Füllmaschine. Also wer sowas will, der soll sich das besorgen. Ansonsten machen wir die Sachen original, aber tun sie nicht in Därme füllen, sondern wir spritzen sie halt einfach so auf, dass sie ausschauen wie die Bratwurst, ist aber kein Darm drumherum. Was wir machen können, als Beispiel, wenn wir wirklich einen Darm haben wollen, kennt ihr das Schweinenetz? Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist weiß, so
wie kann man das so camouflagemäßig. Es ist schneeweiß, man muss auch wässern und teilweise durchsichtig. Schweinenetz eben, müsst ihr mal googeln. Und dass man das da drin einrollt. Und wenn man das dann brät, hat es wirklich die tolle Form, wird nicht trocken und schreibt man auch Schweinenetz. Und es brät sich weg. Das Netz ist dann weg, weil es besteht ja nur aus Fett und aus Bindegewebe. Also das können wir auf jeden Fall mal machen. Weiter? Dann fragen jetzt mehrere Leute schon, ob es weißer Balsamico sein muss beim Gulasch. Du hast ihn schon weißen genommen. Ich habe doch weißen Balsamico reingemacht. Hä? Das ist echt? Vielleicht weil ein bisschen Säure noch gefehlt hat. Völliger Blödsinn, ob hier weiß, dunkel. Eigentlich braucht man überhaupt keinen Balsamico für den Gulasch zu nehmen. Also ich mache das in der Regel mit Rotwein. Ne? Habe ich ja gemacht, ich habe schon mit Rotwein gemacht. Ne? Du hast auch Balsamico benutzt. Haben wir einen Karamell gekocht und dann abgelöscht? Ich weiß es gar nicht mehr. Leute, ich kann mich an sowas nicht mehr erinnern, ich habe ADS. Es muss nie irgendwas, es kann immer nur. Ja? Und es geht einfach immer darum, was kann ich mit Essig machen? Sauer. Denkt an die 4S. Süß, scharf, sauer, salzig. Und da brauche ich halt einfach eine gewisse Säure, die rüberkommen müssen. Und wenn der Rotwein einfach nicht den Bums mit rüberbringt oder zum Schluss fehlt mir einfach die Rundung und dann kann ich das eben machen. Damit auch süßen zum Beispiel. Ich habe jetzt neulich einen ganz tollen Bericht gesehen über Ahornsirup. Die Leute haben gar keine Ahnung oder die meisten Leute haben gar keine Ahnung, wie Ahornsirup gewonnen wird. Also Hauptlieferant ist natürlich Kanada, also 95% der Welternte kommt aus Kanada. Und das ist zum Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Köche, die sagen, egal was bei einer Speise fehlt, ein Schuss Ahornsirup, damit kann man immer abrunden. Das ist natürlich süß. Und du kannst natürlich mit Essig auch immer abrunden. So, weiter geht's, ob du den Aktivator selber erfunden hast oder ob den auch andere benutzen, sowas. Ja, also da muss man wissen, ich habe ja vor 8 Jahren eine Akademie ins Leben gerufen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe alles, was wir je in Sachen Kochen getan haben, alle Prozesse, wirklich alle, 8 Jahre lang, alle Möglichkeiten, die man irgendwie gehört hat und alle Möglichkeiten, die dann irgendwie dabei rausgekommen sind, in Frage gestellt und habe das wirklich auf den Punkt gebracht. Und dabei ist eben rausgekommen, zum Beispiel beim Steak, wir haben Steak auf 12 verschiedene Art und Weise gemacht und immer gewürzt und ungewürzt, weil es ist ja immer noch dieser Mythos im Raum, auf keinen Fall vorher würzen, weil da läuft ja das ganze Wasser raus. Das ist natürlich ein totaler Quatsch, das hat irgendwann mal jemand erzählt. Natürlich ist Salz hygroskopisch, natürlich fängt das Fleisch das Schwitzen an, aber Salz bindet auch im großen Maße Wasser. Ja? Und das ist einfach diese Geschichte. Und wenn ich jetzt einfach meinen Aktivator nehme und denke daran, was eure Großeltern gesagt haben, überall auf der Welt, egal welche Großeltern, kennt an jedes salzige Essen eine Prise Zucker, damit das Ganze rund wird. Und das nenne ich, das Kind braucht irgendeinen Namen, ich habe das einfach den Aktivator genannt. Und es gibt immer noch die Leute, die vorher würzen und die Leute, die nachher würzen. Und wer sich nicht sicher ist, probiert es für euch aus. Ich finde es um Klassen besser, wenn ich vorher das freie Wasser abgeschmeckt habe. Salz macht das freie Wasser, egal, Gemüse, Fisch, Fleisch, Hund, Katz, Maus, innen drin salzig und Zucker hebt den Eigengeschmack, Geschmacksverstärker, ums Vielfache. Okay? Zucker ist einfach einer der Geschmacksverstärker, die es wirklich ausmacht. Okay? Und so bin ich eben auf diesen Aktivator gekommen und viele Leute haben zu Hause Probleme und sagen, es fehlt einfach noch die Rundung. Irgendwas fehlt da noch. Schatz, probier mal, was kann da noch hin? Und ich habe jetzt einfach das Optimum für Fisch, für Fleisch, für Gemüse und Fisch, Fleisch, Gemüse und Hühnchen. Hühnchen, genau. Geflügel. Man könnte es natürlich noch weitermachen mit Wild und so weiter und so fort, aber Leute, das ist Quatsch. Ihr merkt, hauptsächlich würdet ihr Fleisch und Gemüse brauchen. Geflügel vielleicht noch. Fisch essen die wenigsten und schade eigentlich, weil man sollte viel, viel mehr Fisch essen. Fakt ist auf jeden Fall, derjenige, der den Aktivator ausprobiert hat und hat damit gewürzt, ihr merkt, es ist einfach eine runde Geschichte. Ihr merkt auch, es schmeckt durch und durch nach den Geschichten und ihr merkt auch, wenn ihr das jetzt was bratet zum Beispiel, ich habe gleich eine richtig geile Farbe, weil das bisschen Zucker, was da drin ist. Ja, ihr habt dann auf Gemüse habt ihr 0,2 Gramm Zucker, also nicht viel, ja, zum Beispiel. Der Zucker karamellisiert natürlich in der Pfanne, also habt ihr gleich eine richtig geile Farbe noch dabei. Und ich finde einfach, dieser Aktivator ist einfach die Lösung für Menschen, die keine Zeit haben,
ständig darüber nachzudenken, die keine Zeit haben, jetzt dies Gewürz noch, das noch, das noch, das noch. Ich habe das letzte Woche gemerkt, wenn wir Marinaden und Wraps und so weiter gemacht haben, was da alles reinkommt, das ist ja Wahnsinn. Und viele haben natürlich nicht immer alles da. Und deswegen ist es einfach für euch eine Erleichterung, eine Hilfestellung, diese Aktivatoren. Also habe ich Aktivator erfunden? Keine Ahnung. Ich glaube, wer glaubt, was Neues erfunden zu haben, der hat zu wenig gelesen. In irgendeiner Form war alles schon mal da. Dann der Unterschied zwischen Kümmel und Kreuzkümmel wurde in deinem Video auch nochmal gefragt. Ja, also, wir haben es jetzt beide nochmal geholt. Der Unterschied, ich sag mal, ich glaube, es gehört zur gleichen Gattung, da gehört bestimmt auch noch Anis dazu, da gehört noch Schwarzkümmel dazu, da können diese ganzen Samen dazu, und die einen sind eben geläufiger und würziger auf die eine Art, das eine ist eben in unseren europäischen Köpfen drin, sag ich jetzt einfach mal, der normale Kümmel. In der orientalischen Küche hast du dann mehr den Schwarzkümmel und den Kreuzkümmel. Die Samen sind irgendwie feiner und länglicher. Ich sag mal, der Unterschied vom Geschmack her ist gewaltig und kann wirklich ganz tolle Nuancen ausmachen bei der Finalisierung von euren Gerichten. Man kann natürlich auch mal, zum Beispiel beim Brotbacken, nehme ich ganz gerne mal alles, den Kreuzkümmel, Schwarzkümmel, alles, was eben an Kümmel gibt, dann auch noch Anis, Fenchelsamen, alles, was in diese Richtung geht, dann noch Koriander und röste das Ganze durch und mach das unter dem Brotteig. Das ist so ein geiles Aroma. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Leute, die stehen natürlich mehr auf den einen Kümmel, eben auf den, man nennt ihn sogar, also das ist jetzt ein Kümmel, der in Deutschland auch angebaut wird, schauen wir her, sogar in Franken, aus meiner Heimat kommt der, weil der Ingo Holland einfach versucht, so viel wie möglich regional zu machen und so viel wie möglich auch mit Respekt und Nachhaltigkeit zu machen und auch wirklich die Bauern mit ins Boot zu holen, dass wir wieder regionalere Gewürze anbauen. Und viele, viele Sachen, wo wir dachten, was nicht funktioniert, funktioniert eben in Deutschland hervorragend. Dann so ein paar Fragen beantwortet, die Serpil zu Löffel, die Holzlöffel, die ersten Brett, hat Serpil gesagt. Getrocknete Kräuter, was du davon hältst. Was ist mit den Holzlöffeln? Das hat die Serpil gemacht. Egal. Was du von getrockneten Kräutern hältst in sich. Also Leute, ich sag mal, es hat alles seine Berechtigung. Ernährungstechnisch von Vitaminen und so weiter her, ich bin jetzt auch nicht der Papst, um Gottes Willen, sage ich jetzt einfach mal, ist da nicht mehr so viel drin, aber Aroma ist da drin, also vitamintechnisch, ja, aber Aroma ist natürlich der Hammer, und da kommt es natürlich drauf an, ist es so getrocknet oder ist es gefriert getrocknet, ja, da müsst ihr einfach mal den Unterschied ausprobieren, der eine mag das mehr, das andere ist mehr heuig, das andere ist mehr, zum Beispiel, nehmen wir mal Majoran zum Beispiel oder Oregano. Ja. Manchmal ist der Duft nicht da, und wenn du den nachher so zwischen den Händen in Übergang essen oder in das Essen reibst, dann kommt es richtig powermäßig raus. Dann sind getrocknete Kräuter natürlich super, wenn man die aufbrüht, entweder mit Weißwein oder Auszüge macht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wenn du Kaltauszüge machst, nimmst du die frischen Kräuter. Wenn du aufbrühen willst, dann kannst du natürlich auch die getrockneten Kräuter nehmen. Und es gibt wirklich Qualitätsunterschiede, die wirklich gewaltig sind. Und ich sage jetzt einfach mal, probiert es für euch mal aus. Guck mal, beim Ingo zum Beispiel, da gibt es den geriffelten Majoran und den gefriergetrockneten Majoran. Und das sind einfach Welten. Ne? Aber den einen ist wieder Geschmackssache, Leute. Der eine, der möchte das Aroma eher verhalten, der andere möchte volle Pulle haben. Ich habe jetzt zum Beispiel, der Ingo hat gesagt, er hat einen Berglorbeer. Das soll ich mal probieren. Der Leon lacht schon. Da kam ein Tütchen an, 5 Gramm. Fast so teuer wie Safran, abartig. Aber da brauchst du dann halt einfach keine 5, 6, 8 Blättchen, sondern ein halbes. Ja? Und als Koch, mein ich als Freak, ich stehe auf sowas total. Und wenn man da halt nicht aufpasst und bestellt den falschen und guckt nicht auf den Preis, wenn halt dieses Tütchen kommt, das schwebt ja fast so leicht. Ist, das ist echt sehr leicht. Und dann kann man natürlich das böse Erwachen haben. Aber man muss halt einfach mal auch probieren. Man muss sich damit beschäftigen. Ja? Thema Kräuter, probiert es, müsst ihr ausprobieren. Ja? Oder auch mal Kräuter selber trocknen. Zum Beispiel meine Mutter, seine Oma, wenn die macht einen Tee.
Hol den schnell mal, den müssen wir schnell mal zeigen. Glas ist im Schrank. Natürlich alles Bio, wir sind daheim Selbstversorger und die macht 45 verschiedene Sachen in diesen Tee rein. Ob das jetzt für den Organismus, für den Kopf geil ist, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, das schmeckt sensationell. Schaut euch das mal an. Das ist der Hammer. Und da wird immer wirklich eine ganze Badewanne voll gemacht, also vom Volumen her jetzt nur. Aber die Kräuter werden alle geerntet und werden alle aufgehängt. Und die werden kopfüber quasi getrocknet. Und dann eben auch aufgeriffelt und gemischt. Ja? Und das ist wirklich, man soll sich einfach mal einen Sommer damit beschäftigen. Kräuter ziehen und dann wirklich frisch, gefroren, in Öl und getrocknet. Dass man wirklich mal die ganze Bandbreite hat und weiß, aha, das kann ich ohne weiteres einmal einfrieren. Das funktioniert super und ewig lange in Öl und so weiter. Einfach mal selber Erfahrungen machen. So, dann haben wir wieder vier Fragen zu Gerichten. Einmal, ob wir mal Sushi machen können und auch so ein bisschen, ja, Heimat-Sushi quasi. Also mit Sachen, die wir hier auch essen, jetzt nicht das Japanische. Also ich liebe Sushi, ich bin da... Also ich sag jetzt auch mal, ich mag Sushi ab und zu auch ganz gerne. Jetzt bleiben wir erstmal bei der Originalvariante, ne? Das war ja früher mal ein arme Leute essen. Diesen kalten Reis, das er verarbeitet wurde und da ist eben diese Kunst draus entstanden. Ich sage jetzt einfach mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich sage jetzt mal, eine Sushi-Meisterausbildung, das ist wirklich Handwerkskunst vom Allerfeinsten. Ich bringe es hin, also wir haben neulich mal Sushi gemacht, das war wirklich hervorragend an seinem Geburtstag, das war wirklich toll. Und wir haben natürlich auch schon Kreativ-Sushis gemacht. Wir haben fränkische Variante gemacht. Da haben wir halt statt Reis haben wir Knöpfle genommen und als Einlage, was weiß ich, geräucherte Forelle und marinierte Gurke und Senfgurke und lauter so Zeug halt. Und haben halt einfach regional Sushi gemacht. Ne? Also wir können da mal was machen, wenn ihr das gerne möchtet. Aber wir können ja vielleicht, Leute, da gibt es definitiv bessere. Oder vielleicht können wir mal schauen, ob du hast ja Freunde, die besser sind als du, ob die Lust drauf haben, mit dir zusammen mal so viel zu machen. Ja, können wir schauen. Das können wir mal gucken. Also mein Freund Chao Wang zum Beispiel, mit dem ich seit Jahren viele Veranstaltungen mache und auf Messen immer bin. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Der ist zwar kein Japaner, sondern der ist Chinese. Aber auch wirklich ein, nicht nur Teppanyaki-Meister, sondern auch Sushi-Meister. Und der macht dann natürlich Kreationen, die sind zum Niederknien. Aber wenn ihr Lust habt, ja, hier und jetzt, sagt ja, dann mache ich mit euch Kreativ-Sushi. Ja? Dann machen wir einfach mal, ja, was uns so einfällt. Okay. Darum gerade eine Frage mit Stichmikro. Alles gut, das war beantwortet. Das ist ganz cool, weil mittlerweile die Leute sich so gegenseitig helfen. Ja, okay, das macht echt Spaß mittlerweile. Super. Also nicht, dass es aber keinen Spaß gemacht hat, aber so ist echt cool. dann hat jemand gefragt, ob es mal ein Buch zu unserem Format gibt hier. Leute, ihr könnt euch vorstellen, dass bei mir natürlich da oben einiges durch den Kopf geht. Ich mache natürlich eine Weiterbildung nach der anderen nebenbei, was bei mir in Zukunft stattfindet. Ich habe so viele Ideen, aber ihr müsst mir da noch ein bisschen Zeit geben, weil Nummer 1 muss es Hand und Fuß haben, Nummer 2 muss es mit Leichtigkeit von euch zu bedienen sein dann. Eventuell machen wir eine Akademie für euch, vielleicht könnt ihr eine Komplettausbildung machen, was ein Jahr geht, keine Ahnung. Ich spinne gerade ganz, ganz viele Sachen, die ich euch gerne mal anbieten möchte, aber habt noch ein bisschen Geduld, es dauert mindestens noch 2 Monate ungefähr, vielleicht auch 3, bis wir soweit sind und dann haben wir ein Füllhorn, also okay, ich übertreibe wieder, jede Menge Möglichkeiten, was ich euch anbieten kann und wo ihr euch spezialisieren könnt und so weiter. Ja? Gebt mir noch ein bisschen Zeit, auf jeden Fall würde ich natürlich wahnsinnig gern weitermachen. Nein. Den Hund nicht hoch. Den Hund. Der Hund wollte mitmachen. Hier lese ich gerade Osobuco. Ja. So. Osobuco ist eine großartige Geschichte, mache ich total gern mit euch. Können wir wirklich mal das Original Osobuco machen, wie man das wirklich in Milano macht, wie man das wirklich in Norditalien macht und dazu vielleicht, aber das haben wir schon gemacht, Risotto alla Milanese, haben wir das schon gemacht? Ich glaube schon, ne? Da gibt es ein Video. Nicht mehr im Kopf. Original Risotto alla Milanese, können wir das gerne mal machen.
So, dann wurde gefragt wegen der Barbecue-Woche, ob das geplant ist. Ja, ja, Leute, es ist geplant. Ich bereite auch da gerade was vor. Was es muss immer nebenbei gehen, weil meine Arbeit läuft ja auch langsam an. Es wird definitiv nicht nur eine Barbecue-Woche geben. Es wird wirklich mit eine ganzheitliche Geschichte. Alles, was man irgendwie am Grill und beim Barbecue machen kann, werden wir gemeinsam machen. Okay? Versprochen. Wir machen das auf alle Fälle. Aber ich bin noch am Vorbereiten und ich habe einige Dinge bestellt. Manche Dinge dauern einfach ein bisschen länger. Lasst euch einfach überraschen. Okay? Dann hat jemand gefragt, wie man bei Lamm den strengen Geschmack wegbekommen kann. Weil es manchmal sehr streng schmeckt. Leute, da kommt es natürlich drauf an, wo kriegt ihr euer Fleisch her passt halt auf, dass ihr euch, dass ihr keinen Hammel erwischt. Ja, das ist halt wichtig. Und ich finde, Lamm hat einen ganz, ganz milden, sanften Geschmack. Ich würde einfach mal, probiert es einfach mal aus. Meine Adressen habe ich euch alle gegeben, die kennt ihr. Aber geht doch mal zum Beispiel zu einem Türken. Ja? Die Türken sind mit Lamm auch ganz empfindlich. Die essen viel, viel Lamm und die haben vielleicht wieder ganz andere Quellen. Ne? Und wenn es gar nicht geht, wenn ihr sagt, bevor ihr sagt, Lamm geht gar nicht, will ich nicht, ja, das macht er bitte, 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 bitte nicht. Ja? Versucht das mal mit Milchlamm. Ja, weil das ist wirklich ganz zart, ganz mild und hat einen ganz, ganz schwachen Eigengeschmack. Okay? Einfach ausprobieren und auch mal wirklich dran riechen. Einfach dran riechen. Und ich finde einfach, das ein tolles Aroma. Ich habe jetzt auch zweierlei bestellt. Zum Beispiel, ich möchte mit euch eine geschmorte Lammschulter machen, demnächst mal. Und ich möchte mit euch natürlich die Maggies machen, die ihr euch gewünscht habt. Ich habe jetzt eine Salzgras-Lammschulter und ich habe eine Dry-Age-Lammschulter. Wusste ich nicht, dass man sowas auch machen kann. Ich hoffe nur, dass es nicht schmeckt wie eine alte Handtasche. Ne? Also wir werden sehen und ihr kriegt es ja dann live mit, wenn ich das Zeug verarbeite. So, dann waren auch schon Fragen insgesamt zu Süßspeisen und nochmal, was mit Süßspeisen ist. Aber Papa und Süßspeisen. Okay, Leute, es kommt jetzt bald was Lustiges, ist nicht im Dessertbereich, aber könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich werde ein paar Kindersendungen machen mit einer ganz, ganz lieben Freundin und die kann Dessert ohne Ende. Aber ich will mich nicht rausreden, wenn ihr wirklich wollt. Die alten Klassiker von Karamellcreme, Panna Cotta, Grießflammerie, was gibt es denn noch? Schokoladenmus oder Mousse in jeglicher Form. Soufflé und sowas. Sowas können wir natürlich alles machen. Sagt bitte Bescheid, wenn ihr das möchtet. Und dann machen wir auch gerne mal eine Dessertwoche. Aber Leute, ich danke meinem Herrgott auf Knien, dass er die Patissiers ins Leben gerufen hat. Also ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Ich auch übrigens. Und ganz ehrlich, und ich kriege einen Vogel, ich drehe komplett durch. Wenn ich Schokolade an den Fingern habe, dann raste ich aus. So, es wurde noch gefragt, ob wir auch mal so Pesto machen können. Bin ich auch dafür, weil ich brauche wieder Neues. Okay, schreib auf, wir machen einfach mal eine Sendung, dann machen wir mal Kreativpesto. Wir machen die normale Pesto, Tomaten- oder Paprikapesto, diese Geschichten. Und hier, Leute, ist auch ganz, ganz wichtig, weil viele Leute haben eben die Probleme mit dem Knoblauch, wie ich eben auch, die Blutdruckgeschichte. Man kann jedes Pesto natürlich auch ohne Knoblauch machen. Aber das packen wir in die Sendung rein. Okay, versprochen, wir machen, sollen wir es nächste Woche gleich machen? Ja, machen wir nächste Woche gleich Pesto. Du musst mich daran erinnern. Die Rezepte stehen hier. Wisst ihr, auf was ich mal Bock habe? Ihr müsst mir sagen, ob ihr das wollt oder nicht. Tittenfische. Verschiedene Gerichte aus Tittenfisch. Was haltet ihr denn davon? Von Calamari Fritti in Geil über diese kleinen Geschichten. Können wir alles machen. Oder wie wäre es, wenn wir einfach mal eine Tapas-Woche machen und dann eben da mit Tintenfisch reinmachen? Was war das für eine Frage? Das habe ich schon aufgeschrieben. Das kommt als nächstes. Ja. Die längere Frage gerade. Ja. Eine Tapas-Woche und dann verschiedene sowas wie Tintenfisch damit reinbauen?
Tapas? Ich finde Tapas geil, ich liebe Tapas. Ja, dann machen wir das halt. Ja klar, Logo. Wenn ihr das wollt, alles was ihr wollt, machen wir. Versprochen. Ja? Wir können auch mal Moscardino machen, wir können auch mal Aquadelle, Bianchettis, ne? Also das gleiche, diese kleinen Fischchen machen. Ich habe halt Angst, dass ihr die Sachen nicht beikriegt. Ihr habt ja beim Grisha schon mal reingeguckt, also bei Kochstopp schon mal reingeguckt. Der braucht noch ein bisschen. Der hat so viel Arbeit, ne? Von dem soll ich euch auch schön grüßen. Der hat so viel Arbeit, wenn dem sein Online-Shop fertig ist. Ich habe noch nie in meinem Leben was Geileres gesehen wie diesen Shop, auch von den Bildern her, von der Aufmachung. Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr den Steinbutt anguckt, könnt ihr den um 500-fache vergrößern und könnt diese Haut an. Also es ist wirklich total geil. Aber er kommt nicht hinterher, Leute. Das ist einfach ein Problem. Aber wir arbeiten dran. Versprochen. So, die Frage, die gerade war, dass du meintest, ist, wie es dieser Spaltung kommt, einmal nach, dass manche sagen davor würzen und manche eben danach würzen. Warum da? Also Leute, in erster Linie muss man ganz klar sagen, es ist Geschmackssache. Der eine mag es eher neutral, der andere mag es mehr würzig, der andere mag es wieder anders. Ja? Das ist schon mal das Allererste. Als erstes kommt der eigene Geschmack und der ist Gott sei Dank unterschiedlich. Stellen wir vor, wir hätten alle den gleichen Geschmack. Das nächste Thema ist einfach das, was in den Köpfen da draußen ist. Das ist nicht nur bei euch so, sondern bei den Gastronomen auch. Auf keinen Fall vorher würzen, weil. Ja? Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Das ist in vielen Köpfen drin. Und ich meine, ich habe zum Beispiel mal mit dem Alfons, als wir Kerner oder Lanz, ich weiß es nicht mehr. Das war, da war ich auch dabei. Ja? Das war Küchenschlacht. Nee, nicht. Nee, nicht Küchenschlacht. Lanz kocht oder Kerner? Lanz kocht, Lanz kocht. Da habe ich richtig Ärger gehabt. Was heißt Ärger gehabt? Mit dem Alfons. Der Alfons scheißt mich, also der Herr Schubig, ne, scheißt mich an, bist du irr, du kannst doch auf keinen Fall vorher würzen. Und hinterher hat er es nachher probiert und sagt, ja, aber nicht schlecht. Ne? Und das sind einfach Dinge, die auch gelernt sind. Ne? Je nachdem, wie wir das bei unseren Meistern, wo wir gearbeitet haben, eben gelernt haben, so übernimmt man einfach viele Sachen. Und viele Köche sind einfach permanent in ihrem Hamsterrad drin, dass sie nichts Neues ausprobieren können und Dinge in Frage stellen können. Und das möchte ich euch wirklich mit ans Herz legen. Ich habe das immer wieder mal gesagt. Fangt an, egal was ihr tut und wenn ihr es seit Jahr und Tag macht, stellt mal Dinge in Frage. Stellt euch mal hin und betrachtet Dinge mit einem anderen Blickwinkel. Einfach mal verrückt sein, verrückt agieren. Einfach mal genau das Gegenteil machen. Und so kommt man eben drauf, schmeckt mir so besser, wieso? Einfach mal unkonventionelle Wege vielleicht auch mal geht, auch wenn es mal in die Hose geht, darf mal in die Hose gehen. Ich sage ja immer, ich habe mich der kreativen Küche verschrieben, weil wenn da was völlig daneben geht, kann ich immer noch behaupten, es gehört so. Dann wurde gefragt, ob wir insgesamt mal Dips und jetzt gerade speziell ging es noch um Mayonnaise machen könnten, sowas. Haben wir doch gemacht, Leute. Mayonnaise ist ein Video drin. Guckt euch die Blitzmayonnaise an und es gibt auch Ableitungen von der Mayonnaise. Ihr müsst einfach mal diese Videos, ich weiß, es ist ein Haufen Zeug. Das ist eines der älteren Videos, da ist das drin. Aber schreibt mal auf, dass wir immer wieder mal einen Dip oder was mit einbauen, dass wir da eine wieder, okay, so machen wir das, dass wir da mal wieder eine Wiederholung drin haben, ne? Und dass man einfach mal sagt, okay, machen wir mal schnelle Blitzmayo und das ist halt das Geile dran mit dem Zauberstab. Ich erkläre es mal ganz kurz, wie es funktioniert. Ihr nehmt einfach ein schlankes Gefäß, also jetzt nicht mal ein Eistee, sondern ein schlankes Gefäß, diesen Zauberstab, ne, diesen Pürierstab, den habt ihr ja alle. Und dann macht ihr einfach unten rein. Ihr macht euren Senf rein, ihr macht euren Essig rein, ihr macht euer Eigelb rein. Geht sogar mit Vollei, funktioniert das auch, wenn ihr das Eiweiß nicht separat verarbeiten könnt. Dann macht ihr Salz rein, Pfeffer rein, Zucker rein, Süßscharf, sauer, salzig, ne? So wie halt die Mayo sein soll. Und dann, je nachdem, wie dick ihr die Mayo haben wollt, wollt ihr die so ein bisschen laufend noch haben oder wollt ihr Maurerkit machen? Ne? Je mehr Öl ihr dann nehmt, desto dicker wird die Mayonnaise. Und ihr geht jetzt einfach mit dem Zauberstab ins Glas ganz rein. Ne? Glas bis auf den Boden. Dann macht ihr das Ding an, volle Pulle, vermischt erst den Boden und dann zieht ihr einfach langsam nach oben und dann bindet es komplett ab.
noch zwei, dreimal durchmixen und fertig. Das dauert wirklich Sekunden und ich mache es gar nicht mehr anders. Ich rühre das gar nicht mehr mit der Hand, weil das einfach so easy, faul und angenehm ist. So, dann wurde vorher noch was zu Roastbeef gefragt, aber ich glaube, vielleicht war es vielleicht direkt auf insgesamt große Mengen Fleisch gemeint, wie man die am besten würzt, zubereitet und sowas. Also wenn man echt viel Fleisch hat. Im Ganzen? Ja. Ja, also eigentlich immer gleich. Von der Menge her, probiert mal aus, da muss schon wirklich was drauf. Ne? Ihr müsst euch das mit dem Aktivieren so vorstellen. Für die Leute, die immer nur nach dem Würzen, nach dem Braten gewürzt haben, da kannst du ja nur die Oberfläche würzen, weil es geht ja nichts mehr rein. Und dementsprechend wenig machen wir da drauf. Und das haben sich natürlich auch viele angewöhnt. Ich würze es mal ein bisschen. So, jetzt müsst ihr überlegen, ihr habt ein Fleisch, das ist so dick, ja, so dick. Und das hat natürlich jede Menge Oberflächen. Je mehr muss da natürlich drauf, logischerweise. Okay? Und da müsst ihr euch auch rantasten. Und wie gesagt, ältere Leute mit dem Salz vorsichtig, Kinder, Salz reduziert. Ihr müsst einfach die Mischung für euch finden in der Familie, ne? Was passt. Man kann ja auch noch was obendrauf tun, obwohl man aktiviert hat. Und ich habe, ja, das ist halt alles in der Akademie verankert. Ne? Also ich meine, das bringen wir jetzt nicht alles da rein, aber wie gesagt, ich baue eine Plattform und dann nehme ich euch da mit auf die Reise. Ihr müsst euch vorstellen, je dicker ein Stück Fleisch ist, desto mehr kommt drauf, logischerweise. Weil die Osmose, also das ist nicht wirklich Osmose, die Kristalle, Salz wie Zucker gleichermaßen, die gehen ja da rein. Ne? So ganz langsam, merkt ihr ja, ne? Das Fleisch wird feucht, es liegt und es dauert einfach, wenn du so ein Stück Fleisch hast, ne, in dem Durchmesser, so wie ein großes Roastbeef oder ein Schweinenacken, das dauert ungefähr eine Stunde, bis die Gewürze dann da drin sind. Dementsprechend, ihr könnt es aber auch am Vortag würzen, ist überhaupt kein Problem. Und das Witzige an dieser Geschichte ist, ihr schmeißt da meinetwegen jetzt 20, 25 Gramm pro Kilo drauf. Ja? Mal ganz kurz, dass ich mal gehört habe. Man macht zum Beispiel auf Gemüse 12 Gramm. Man macht zum Beispiel je nach Fleischgröße, macht man zwischen 14, 16, 18 Burger und so weiter, Hackfleisch 20 und Bratstücke bis zu 25 Gramm. Ja? Pi mal Daumen, nicht in Stein gemeißelt. Die Geschmäcker sind unterschiedlich, denkt dran. Ja? Und das Schöne ist, wenn ihr das am Vortag einwürzt, es wird euch überhaupt kein Tropfen Flüssigkeit rauslaufen. Das ist doch das Phänomenale. Und es schmeckt halt einfach durch und durch. Und es ist ein völlig anderer Genuss. Hat von euch jemand den Schweinebraten zum Beispiel ausprobiert? Ich meine, das ist der Hammer. Würzt den mal am Vortag ein, da flippst du aus. Toll. Genau, zu den Rezepten, was wir noch hatten, das habe ich gerade vergessen. Wurde noch gefragt, warum du das Fleisch nicht angebraten hast beim Gulasch, weil man, also dass da ja die Röststoffe und so vergoren gehen. Und so, diese Frage, und das ist auch Akademiewissen. Jeder Koch brät sein Fleisch an. Die meisten melieren das sogar noch. So, und was passiert, wenn du dein Fleisch anbrätst? Was passiert? Hör mal auf mit Röstbitterstoffen. Röstbitterstoffe hole ich über das Billigste, nicht über das Teuerste. Ja? Ich hole meine Röstbitterstoffe über die Zwiebel. Ja? Was passiert denn, wenn du das Fleisch anbrätst? Rundum. Ja? Du schmeißt so einen Cube rein und holst so einen Cube raus. Das heißt, du hast schon mal mindestens ein Drittel weniger, was du essen kannst. Ich habe nahezu unter 10%, vielleicht einmal 15% Gewichtsverlust und keine 40%. Überlegt mal, das kostet ja ein Schweinegeld alles. Ja? Also, ihr müsst euch vorstellen, die niedrigen Temperaturen, die machen es einfach aus. Röstbitterstoffe hole ich über das Billigste, über die Zwiebel. Dann mache ich alles rein, was da reingehört. Dann gehe ich her, mache meine Reduktion. Wirklich reduzieren, bis es nicht mehr weitergeht. Entweder es fliegt euch um die Ohren, dann wisst ihr es genug anreduziert, oder es ist kurz vorm Anhängen unten, je nachdem, welche Richtung die Geschichte geht. So. Und dann aktiviert ihr euer Fleisch. Das heißt, das freie Wasser in dem Fleisch ist gebunden. Es kann euch schon nicht mehr rauslaufen. Es wird auch nicht angebraten, also wird es auch nicht fest. Also was passiert mit dem Fleischanbrat? Es wird weniger, es wird fest. Der Muskel wird hart, also wird fester vom Biss auch. Und ich mache einfach niedrige Temperatur und mache das ganz langsam. Setz dich mal bei 95 Grad in die Sauna
oder bei 35 Grad ins Dampfbad. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Okay? Und Sauna natürlich noch, wenn ihr vorher in der Sonne gelegen habt und von beiden Seiten gebraten seid. Das A und O ist, stellt euch einfach vor, ihr holt den optimalen Geschmack raus durch das Aktivieren. Der Eingeschmack wird ums Vielfache gehoben. Und dann stellt euch einfach vor, langsames Garen auf den Punkt. Das sind Welten, Leute, Welten, auch vom Biss her. Und wichtig ist natürlich, was für ein Fleisch nehme ich. Den Schaufelbug, den ich da jetzt genommen habe, da ist natürlich diese Sehne drin. Ich liebe das. Ihr könnt aber auch einen Hals nehmen, wenn ihr ein bisschen mager wollt. Oder die Wade nehmen, da sind die Sehnen feiner. Ja? Sucht euch das raus, aber es muss halt einfach total weich und mürbe werden, sonst macht das keinen Spaß. Und lieber mache ich noch das Originalrezept von der Oma, nur, dass ich es nicht anbrate und nicht bei 160 Grad schiebe, sondern ich mache es roh rein, tue es vorher aktivieren und schiebe es bei einer niedrigen Temperatur. Dann habt ihr aus der gleichen Menge 4 Portionen mehr. So geil, oder? Wenn ich Kohle aktiviere. Wenn du es aktivierst und dann anbrätst, hast du ja die Frage, ob du dann auch weniger Verlust hast, aber es geht nicht. Nein. Also zum Beispiel bei den Steaks habe ich ja vorhin nicht fertig erzählt. Wir haben einen Steak auf 12 verschiedene Arten gemacht. Von Sous-Vide, rückwärts, bla bla bla. Alles, was man mal gehört hat. Das japanische Feuergrillen, auf Holzkohle, auf Gas, in der Pfanne gebraten. Jedem Einzelnen ist aus dem Ungewürzen mehr als das Doppelte rausgelaufen wie aus den Gewürzen. Genial, oder? Also, das Salz bindet das Wasser und deswegen, ja, wenn du es anbraten möchtest, du kannst es natürlich anbraten, nach dem Aktivieren läuft dir nur noch wenig raus. Aber du musst dir vorstellen, du hast jetzt die Fasern vom Fleisch, ja? Die liegen ja so nebeneinander und dann übereinander. Du hast die Fasern vom Fleisch. Jetzt legst du da rein und dann ziehen die sich natürlich zusammen. Das ist doch logisch. Und wenn sich was zusammenzieht und weniger wird und du hast oben eine Schnittfläche, ja, auch wenn es ein Würfel ist, dann drückst du da natürlich das Wasser raus. Doch klar, dann drehst du es rum und dann drückst du es an der Seite raus. Ja? Immer Hitze macht Dinge kleiner, das ist doch klar. Okay, dann wird gefragt, Pizzateig, ob wir da mal einen machen könnten. Einen guten Pizzateig. Echt? Na klar. Ja klar können wir einen Pizzateig machen. Wir können auch mal, pass auf, mit der Pizza, das machen wir mit, wenn wir Barbecue machen und grillen. Ja, da machen wir Pizza mit und da machen wir eine Pizza, da flippt der aus. Und ich finde es ja geil, was man aus sowas alles machen kann. Auch da bin ich wirklich in der Vorbereitung. Verschiedene Mehlgeschichten, dass ihr wirklich das optimale Brot selber backen könnt. Ich arbeite wirklich im Hintergrund fieberhaft. Und ich habe ganz, 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 ganz viele Ideen, was ich machen will. Aber ich kann nur eins nach dem anderen machen. Selbst wenn ich der schnellste Mensch der Welt bin, habe ich natürlich immer noch Leute, die das umsetzen müssen. Und bis es dann fertig ist und wirklich auch verkauft werden darf. Ich muss das natürlich alles analysieren lassen, prüfen lassen und. Zum Beispiel die Pasten, die ich mal erwähnt habe, die ich euch mal gezeigt habe, sind fast fertig und die werden der Wahnsinn. Ich denke mal, Ende August, Anfang September haben wir die. Und das gibt eine Revolution, Leute. Also, wir haben das jetzt verschiedenen Kollegen mal zum Testen gegeben. Die sind ausgeflippt. Weiter. Jetzt wird gerade gefragt, bei einem stand gerade in den Kommentaren, Aktivator ist 10 Teile, ein Teil Zucker, 10 Teile Salz, und jetzt stand gerade ein Teil Salz. 5 Teile Salz, ein Teil Zucker. 500 Gramm Salz und 100 Gramm Zucker, ja, zum Beispiel. Oder du potenzierst es eben, wie du es haben willst. Du kannst aber auch hergehen, kannst 10 Teile Salz nehmen und einen Teil Zucker, ja. Das geht genauso, wie die Potenzierung zusammengebaut ist euer Gusto. Ja? Wer wirklich ein massives Problem mit Zucker hat, ich sage jetzt einfach mal, wenn ich einen Saft nehme und nehme einen Schluck Saft, egal ob Orangensaft, Apfelsaft, egal wie das heißt, das Ding, dann habe ich das, ich übertreibe jetzt wieder ein bisschen, das Hundertfache an Zucker. Was haben wir zum Beispiel in Orangensaft an Zucker drin? Ich glaube 12 oder 14 Gramm Zucker.
Ja, auf 100 Milliliter. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Gemüse 12 Gramm Aktivator nehme, ja, 12 Gramm auf 1 Kilo, dann habe ich auf 100 Gramm Zucker, auf 100 Gramm Gemüse 0,2 Gramm Zucker. Was wir da haben, ist purer Zitronensaft, der hat 1,7 Gramm. Naja, Zitronensaft. Aber trotzdem hat er schon 1,7 Gramm Zucker. Milch zum Beispiel. Was schätzt du, was in der Milch drin ist? 5 Gramm. 4,7 bis 5 Gramm. In einem Liter Milch. Ne? Also auf 100 Gramm auch. Das ist irre. Das ist wirklich verrückt. Ich schreibe, also bei Fleisch benutzt er 10 zu 1. Bei Gemüse 5 zu 1. Bei Fisch 7 zu 1. Geht, glaube ich, nur, klar, wie man es am liebsten macht. Mach, dass du sagst, keiner macht es geiler wie ich. So musst du das machen. Ja? Aber das wird jetzt natürlich vielen Leuten zu kompliziert sein. Deswegen baue ich euch das, was euch das Leben leichter macht. Was ihr haben wollt, mache ich euch. Zum Beispiel, ich habe gehört, ihr habt diese Pop-Up-Schwarte nicht gekriegt. Das, weil die nur an Gastronomen verkauft ist. Ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, wo ich sowas herkriege. Ich warte jetzt noch auf Antworten. Ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwo herkriege. Ich kann es natürlich dort einkaufen, teuer einkaufen und euch noch teurer verkaufen. Aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Aber was ich jetzt zum Beispiel, ihr habt ja gesehen, was ich da mit, was ich die Schwarte gewürzt habe. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht gucke, dass ich einen Händler finde für diese Schwarte. Ja? Für die Leute, die es nicht gesehen haben, die hole ich euch, ich hole euch kurz ab. Es gibt ein Lebensmittel, das ist eine Schwarte, ohne Fett, komplett fettfrei. Die wird dann weich gekocht, dann wird die fein geschnitten und dann getrocknet. Und wenn man das dann ins Fett reinschmeißt, dann poppt es auf wie Popcorn und ist wirklich reine Schweineschwarte. Und ich würze die ja nachher nach meinem Gusto. Ja? Und ich bin am Überlegen, ob ich versuche, das in kleinen Dosen für euch hinzubringen. Man kann es bei Amazon bestellen. Ja, wunderbar, bei Amazon kann man es bestellen. Ja, danke für den Tipp. Gleich in die Runde rein. Bei Amazon kann man es bestellen. Eierspeisen machen können wir. Ja, Eierspeisen finde ich auch geil. Ja? Eierspeisen finde ich super. Lass uns da mal was machen. Ja? Aber eine Sache mache ich nicht. Eier im Glas. Könnt ihr vergessen. Das ist der Fluch eines jeden Koches. Aber Eierspeisen können wir machen. Mal ein perfektes... Hallo, Paul. Ein perfektes Omelette zum Beispiel. Oder, ja, ich denke mir was aus und dann machen wir mal eine Eierrunde. Dann wird gefragt, ob wir Mengenangaben oder warum du die nicht machst, die Mengenangaben. Leute, Nummer 1, weil die Geschmäcker unterschiedlich sind. Nummer 2, muss ich das alles nebenbei aus der Hüfte schießen. Wenn ich jetzt noch hergehe und mache Rezepte davon, dann ist das ein Fulltime-Job. Ich bitte euch einfach, tastet euch das selber ran. Das schaffe ich nicht. Wenn wir dann irgendwann eine Plattform haben, dann habe ich da auch Mitarbeiter dafür. Und dann wird es natürlich Rezepte ohne Ende geben und bis ins kleinste Detail, versprochen. Aber das kann ich im Moment auf gar keinen Fall leisten. So. Da schau mal, Orangensaft, danke. Danke, dass ihr drüber hat. 42 Stücke Zucker. 42 Stücke Zucker. Das ist Irrsinn. Ja. Und ihr müsst es einfach so sehen. Natürlich ist eine Orange gesund. Ja. Aber Säfte trinken, das sind ja dann auf einen Liter, das sind ja dann 5 oder 6 Orangen. Das ist klar, dass man da einen Schock kriegt. Ja. Dann wird nochmal zu Roastbeef gefragt, ob du das nur aktivieren oder auch scharf anbraten würdest. Ja, aber nicht nach dem Aktivieren, sondern wenn es rauskommt. Okay? Die Entenbrust habt ihr doch gesehen. Ich habe die roh in den Ofen reingeschoben und dann habe ich es ausgebraten. Wenn du einen Roastbeef hast, holt euch ein Skalpell, schneide oben das Fett ein, einfach schön einschneiden, wie du das haben möchtest. Aktiviere dein Fleisch, am besten am Vortag, und dann schiebst du es rein. Ja? Auf den Punkt, der eine macht ein bisschen mehr rosa. Oder mehr in den Rare-Bereich, der macht nachher eben unter 60 und mehr das Altrosa macht, haben möchte, der macht dann einfach 60 aufwärts bis maximal 70. Ne? Je nachdem, der eine macht so, der andere macht so. Und wenn es dann aus dem Ofen kommt, bratet ihr das einfach rundum nach, ja? Weil dann habt ihr nämlich keinen Gewichtsverlust mehr. Okay? Hinterher braten. Erst garen, dann braten.
Dann wurde noch gefragt, vorher, wann die Brotwoche ungefähr kommt. Oder Habe ich das versprochen? ich anscheinend ja. Ja, Leute, Leute, die kommt auf jeden Fall. Wir haben auch schon Videos gemacht, also mit denen ich die Sache bewerben möchte. Die sind fertig. Wenn wir das machen, möchte ich, dass ihr das kaufen könnt. Ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt bestimmt 15 Anfragen draußen. Wer kann mir das kiloweise abfüllen? Ihr könnt ja nicht immer einen 5-Kilo-Sack nehmen, das ist ja viel zu viel. Ja? Wer kann mir das kiloweise abpacken, damit ihr drei Brote aus einem Päckchen rausbringt? Und was kostet das? Leute, da sind Angebote dabei von 2,50 € für 1 Kilo Mehl. Nur das Abfüllen. Ja? Da ist noch keine Tüte dran, kein Etikett dran, da ist noch nichts dran und noch kein Mehl dran. Ja? Also meine Mischung dann eben. Und ich muss es ja irgendwie hinkriegen, dass ihr das bezahlen könnt. Das muss irgendwie machen und deswegen dauert das einfach so lange. Hab noch ein bisschen Geduld, es wird alles kommen. So, dann, Gerne. ist noch die Frage, weil wir vorhin über die Grillwoche geredet haben, ob man auch da Gemüse aktiviert. Ja. Ja, natürlich. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich sag euch eins, wenn ihr das Gemüse, gerade beim Grillen, habt ihr ja oft extreme Hitze. Wenn ihr das nur bratet und hinterher in den Dip reinschmeckt, das schmeckt wie ein nasser Lappen. Also das kannst du vergessen. Und ein aktiviertes Gemüse, ganz ehrlich, das sage ich jetzt aber nur euch, das bleibt auch unter uns. Da brauche ich kein Fleisch mehr. Das ist so obergeil, wenn das aktiviert ist. Und ich gehe einfach immer her, nehme so eine Reine, die ist so groß, je nachdem, was für ein Grill ihr habt, aktiviere mein Gemüse, schmeiße es da rein, mache geiles Olivenöl rein, mache Kräuter, wer Knoblauch will, Knoblauch anschneiden, da rein machen. Geile Gewürze, die ihr haben möchtet, und dann schiebt ihr das einfach mit in den Grill, währenddem ihr grillt. Wenn ihr die Haube zumacht, denkt dran, das Aktivieren bedeutet bei Gemüse, diese 3 Sekunden aktivieren, damit sind 75% des gesamten Garprozesses abgeschlossen. Das ist doch das Geniale. Ja? Ohne Hitze. Ich brauche dann wirklich nur noch ein Viertel der Zeit, um das Gemüse zu garen. Und dadurch bleibt eben, was für die Ernährung wichtig ist, zum Großteil erhalten. Das ist doch einfach das Geniale, was bei dieser Entwicklung rausgekommen ist. Dann. Mal gucken. Selbst fermentieren, auch Gemüse und sowas, ob du da Tipps hast. Ja, habe ich auch überlegt, aber das ist, glaube ich, für die große Runde, die immer dabei ist, zu speziell. Ich habe geile Sachen gemacht, was weiß ich, Kimchi selber gemacht, zum Beispiel Sauerkraut selber gemacht, kenne ich halt alles von meiner Oma noch. Oder was genial ist, zum Beispiel Steckrüben, kennt ihr ja, ne? Diese Erdkohlrabi, diese großen gelben Dinger, die zum Beispiel aufgehobelt und fermentiert, eingemacht wie Sauerkraut, das sind Geschmäcker, das ist der Hammer. Oder mit rote Beete, oder. Ja. Mit Wurzeln funktioniert es halt wirklich wunderbar und dann einfach diese Fermentation einfach stattfinden lassen. Und man muss aufpassen, also da muss man aufpassen mit Aktivieren, sowas würde ich da gar nicht machen, ja. Sondern ich würde da wirklich nur Salz hinmachen, wirklich nur das Salz arbeiten lassen und natürlich die Gewürze, wo die Reise hingehen soll. Soll es in die orientalische Richtung, soll es mehr neutral bleiben, soll es in die asiatische Richtung oder soll es eher europäisch bleiben. Und das ist einfach diese Spielwiese, wo man sich austoben kann ohne Ende. So, gut, dann hat vorher noch, das habe ich vergessen, ich hoffe, die ist noch da, die es gefragt hat, die Person, was deine Must-Haves gefroren sind. Also im Froster, was muss drin sein? Was haben wir denn im Froster? Immer Suppe gefroren. Also ich habe immer Rinderbrühe eingefroren, das Fleisch lose und einzeln entnehmbar. Ne? Angenommen, ich mache jetzt eine Rinderbrust, die koche ich dann, mache meine Brühe fertig. Auf dem Punkt, dass sie nur noch auftauen muss, wird in Eimer eingefroren und das Fleisch wird dann gleich geschnitten, entweder in Würfelchen oder in Scheiben. Und es wird dann auf dem Blech eingefroren, kommt dann in eine Tupperware rein, dass ich alles einzeln entnehmen kann. Ne?
Dann das gleiche mit Geflügel. Dann wir Grundsoßen, also Schü und so weiter, habe ich immer angeflogen. Was haben wir noch? Wir haben immer die Oma macht uns immer der Kartoffel. Ja, das macht sie aber, weil Christine es liebt. Wie sagt man das jetzt ohne. Sie also meine nicht Frau, kochen zu müssen. Meine Frau kocht nicht gerne. Ne? Und wenn ihre Mutter kommt, die auch eine tolle Köchin ist, die macht dann immer den Froster voll mit Spätzle, mit Riebele, mit Rouladen und so weiter und so fort. Aber wir waren ja bei den Basics. Grundschüss, Fonds, was davon übrig bleibt eben an Fleisch oder Fisch und so weiter, einzeln entnehmbar. Was haben wir denn noch drin? Na, ich habe euch erzählt, diese Power-Reduktion, ich habe das euch mal gezeigt, was ich in diese Eiswürfelform da eingefroren habe. Einfach Konzentrate, entweder mit Butter oder mit Brühe oder mit Gemüse oder, dass man einfach, wenn man jetzt eine schnelle Rahmsoße kochen will, ne? Du machst einfach eine Zwiebel, Weißwein, einkochen, Spritzer Essig dran, Sahne drauf, Milch drauf und dann fehlt halt einfach noch was. Ne? Und dann machst du einfach diesen selber gemachte Maggi-Würfel, sag ich da einfach nur, in irgendeiner Art und Weise. Ja? Sowas habe ich dann eingefroren. Dann habe ich natürlich Eintöpfe, Gulasch und so weiter, weil da koche ich immer einen ganzen Pott, ich friere das ein. Dann habe ich natürlich meine Fischfilets, Garnelen und so weiter, das habe ich alles eingefroren. Vakuumiert, ganz wichtig, sowas muss immer vakuumiert sein. Was haben wir denn noch? Ja, weil gerade auch nochmal die Frage kommt, wir haben immer verschiedene Suppen halt, weil ich ja keine Rinderbrühe und so esse. Ja, also für ihn mache ich zum Beispiel jetzt immer so eine Art Tom Yum. Ne? Diese Tom Yum, diese Nationalsuppe aus Thailand, das ist halt einfach scharf, er liebt halt scharf. Und da ist natürlich von der Thai-Aubergine, Zitronengras, alles Mögliche ist da eben drin. Und in diese Richtung. Und was ich halt immer mache, die Reste, was ich habe, an Karottenschalen, an Kräuterstehen, alles was ich habe, das kocht dann wirklich den ganzen Tag vor sich hin und kocht auch teilweise ein. Oder ihr macht einen Deckel drauf, dann hält es konsistent, dann beschlägt es eben oben, habe ich glaube ich das letzte Mal gezeigt. Und dann bleibt die Flüssigkeit eben da drin erhalten. Und dann, wenn die wirklich Power hat, dann schmeckt ihr die wiederum auf den Punkt ab. Ja? Süß, scharf, sauer, salzig. Oder einfach nur süß, scharf. Oder salzig, scharf. Je nachdem, was ihr eben haben möchtet, macht es fertig, damit ihr nicht wieder anfangen müsst. Alles, was im Froster ist, an Soßen und solchen Dingen, macht ihr komplett fertig. Ja? Dass auch kein anderer mehr dran rumdoktern muss. Das ist ja das Schöne, wenn ich was auftaue. Wenn ich da erstmal wieder reduzieren und kochen und machen und tun muss, ist das natürlich ein Blödsinn, sondern da kommen nur fertige Dinge rein. So, jetzt haben wir nicht mehr so lang. Dann wurden einfach Kartoffelgerichte gewünscht, eine Kartoffelwoche, aber das können wir. Ich schreibe es auf. Ich liebe auch Kartoffeln. Leute, wir werden das einfach so machen, dass wir wirklich eure Wünsche wieder nach und nach abarbeiten. Ne? Pass auf, wir legen jetzt gemeinsam mal die nächste Woche fest. Oder haben wir noch was draußen? Haben wir noch was in der Pipeline? Nächste Woche wird schwierig. Ich weiß ja nicht, wann wir da drehen oder ob wir alte Filme nehmen müssen, weil ich habe 6 Sendungen nächste Woche, die ich machen muss. Welche Sendungen darf ich leider noch nicht verraten, aber ihr werdet sie alle kriegen, auch auf YouTube. Ihr werdet sie alle bekommen. Und freue mich sehr, sehr drauf mit einer ganz lieben Freundin. Lasst euch überraschen. Ja, und dann machen wir auf jeden Fall die Tittenfische. Ich bin für Pesto, weil ich brauche Pesto. Die Pestos, schreibe auf, Tittenfische, Pestos. Pesto, ja. Noch eins brauchen wir. Was wollt ihr denn? Soll man ein Dessert mitmachen die Woche? Sollen wir ein Dessert machen? Ja, nein? Lapskaus. Ach, geil. Schreib auf, Lapskaus. Das ist kein Dessert, du hast jetzt Dessert gesagt. Ich schreibe es auf. Lapskaus aufschreiben. Ich habe einmal eine Aktion gemacht, wirklich mit der RG, mit der Roten Gourmet-Fraktion. Ganz liebe Freunde, die auch Catering machen und der provokante Titel sagt schon, die machen Punk-Rock-Catering.
Wir haben eine Aktion gemacht, Rettet St. Pauli. Und wir haben da wirklich für die ganzen Bands gekocht und haben draußen auch teilweise für Gäste gekocht und konnten wirklich 100.000 Euro zu Rettet St. Pauli geben. Und da habe ich ein unterfränkisches Lapskaus gemacht. Ich mache das ja nicht, wenn alles durcheinander gemixt ist, aber das unterfränkische Lapskaus mache ich euch, versprochen. Ich habe es aufgeschrieben auf jeden Fall. Geil, freue ich mich drauf. Ja. Dessert unbedingt, also wir machen nächste Woche ein Dessert mit. Und dann nächste Woche ein paar Lapskaus. Wir sind drüber, ne? Leute, wann wir den nächsten machen, weiß ich noch nicht. Ich denke mal wieder so 4 Wochen ungefähr. Schreibt mir weiter eure Wünsche. Ich habe die Serpil und meine Frau im Hintergrund, der Leo macht auch mit. Wir gehen darauf ein, wenn jetzt wirklich wieder jemand nicht gehört wurde oder wir haben es nicht mehr geschafft von der Zeit, schreibt mir auch gerne eine E-Mail, wie der eine Teilnehmer, wo es eben darum ging, die wie heißt es? Kohlrabi war das. Nee, ja, Kohlrabi einmal und diese Hausmannskost, was wir auf jeden Fall auch machen werden. Schreibt einfach eine kurze E-Mail an die home@stephanmarquardt.de und wir werden alles machen, aber natürlich Stück für Stück. Schlosserbuben, es wird immer komplizierter. Ja. Jetzt Ceviche. Eine wichtige Ceviche Sache. Ceviche machen wir mal unbedingt. Ich auch Ceviche. Ja. Kam eine wichtige Sache, weil jemand geschrieben hat, was wir mit den Sachen machen, mit den Resten, die wir kochen, das essen wir natürlich, das geht nicht weg. Also. Die Jugend lädt ihre Damenwelt ein, wir laden unsere Freunde ein, weil ich muss ja hier eins sagen, sollen wir mal die Katze aus dem Sack lassen? Das kommt auf, weiß nicht, was du sagen wirst. Ja, ich denke. Wie wir drehen. Ach so, ja. Leute, wir können nicht die Videos immer ganz neu drehen, sondern wir drehen immer für eine Woche an einem Tag. Das wisst ihr es. Manchmal vergesse ich mich umzuziehen, dann fällt es auch auf. Ja. Und auf jeden Fall machen wir die Videos fertig und dann sind wir halt den ganzen Tag mit beschäftigt, weil einfach so viel gerade in der Pipeline ist, damit wir das auch wirklich schaffen. Weil, wie gesagt, Leon hat die ganze Zeit ja Prüfungsstress gehabt und bei mir kam ein Ding nach dem anderen und natürlich auch viel Weiterbildung in Sachen dieser Plattform, wo ich schon mal angerissen habe. Es muss halt einfach funktionieren und ich möchte euch natürlich nicht enttäuschen oder wir wollen euch nicht enttäuschen, dass wir da am Ball bleiben. Wir werden über kurz oder lang auf 2 Sendungen runter müssen, aber wir tun, was in unserer Macht steht, weil wir voll Bock auf euch haben und ich kann euch nur sagen, es ist wirklich, es geht runter wie Öl, diese tollen Kommentare von euch. Manchmal hat man natürlich jemanden drin, klar, damit muss man auch leben, ganz klar, aber wenn es beleidigend wird und unter die Gürtellinie wird und auch euch gegenüber, haben wir ja mitgekriegt, dann löschen wir das einfach, weil das soll Spaß machen, es soll euch Spaß machen, es soll uns Spaß machen und so wollen wir einfach mit euch weitermachen. Ja, vielen, vielen Dank, danke für eure Zeit. Schreibt bitte noch die Uhrzeit und den Tag, ob euch das egal ist, ob wir das raussuchen können oder was euch besser gefällt. Lieber Wochenende oder unter der Woche. Lieber unter der Woche. Machen wir eher 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Die Mehrheit entscheidet und wir freuen uns auf eure Zuschrift. Danke. Ciao. Ciao.